ich an Heimat denke, denke ich an Mecklenburg-Vorpommern. Mein Vater muss nicht sagen, geh mal an die frische Luft. Meine Mutter hat noch nie fragen müssen, warum beschäftigst du dich nicht einfach mal mit deiner Heimat? Denn ich habe genau vor meiner Tür das schönste Land auf diesem Planeten. Ich werde langsam groß und werde hoffentlich genau hier weiter aufwachsen, bis ich meine Kinder begleite und beobachte, wie sie dieses schöne Fleckchen Erde entdecken. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bekomme ich Lust, mal wieder mit Freunden reiten zu gehen. Der letzte Ausritt ist schon eine Weile her. Spaß mit einem Pferd oder Pony durch das Land zu streifen. Wir haben die Ostsee fast vor der Tür und das freut mich ganz besonders, denn im Sommer unternehme ich mit meiner Familie oft Ausflüge ans Meer für eine kleine Abkühlung. Nicht nur das Wasser ist erfrischend, auch der Wind ist angenehm, wenn er mir um die Nase weht. Sehr interessant finde ich es, die Schiffe zu beobachten, die in den Hafen einfahren oder ihn verlassen, um Länder zu besuchen, die am anderen Ende des großen Wassers liegen. Wenn gerade kein Sommer ist, gehe ich auch gern mit meinem Hund Sparky am Strand spazieren. Denn nicht nur wir Menschen finden es schön, das Meer zu genießen, sondern auch viele Tiere. Wie auch diese Möwe, die hier zu Hause ist. Wenn man weiter ins Land kommt, sieht man viele sehr alte Häuser, aber auch nagelneue Gebäude. Ich persönlich finde die ältesten Häuser am schönsten. Wie es hier wohl vor 200 Jahren ausgesehen hat. Die Landschaft ist ebenso malerisch wie das Meer. Die Wälder, Waldgebiete und Gewässer der Mecklenburger Seenplatte wirken wie der Pinselstrich eines Malers. Bei so viel Wasser kommt es schon mal vor, dass wir uns unsere Kanu schnappen oder welche ausleihen. Und dann auf zum Abenteuer und die Welt entdecken. Wie oft bin ich dabei schon nass geworden. We'll be right back.
viele einheimische Tiere. Rotwild, Schwarzwild, unzählige Arten von Vögeln, die unseren Himmel und die Äcker mit vielen kleinen Punkten versehen. Es gibt bestimmt so viele Tiere in unserem Land, dass ich sie gar nicht alle zählen kann. Aber ich freue mich, dass es sie gibt. Über ein Tier freue ich mich ganz besonders, der Wolf. Isegrim ist nach langer Zeit wieder eingewandert und hoffentlich bald wieder so heimisch bei uns wie früher. Das Gerücht und die Geschichten vom bösen Wolf sind einfach nicht wahr. Er stellt keine Gefahr für uns Menschen dar, er wird einfach nur falsch verstanden. Wenn ich an Mecklenburg-Vorpommern denke, denke ich an Heimat.